shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar eine weitere Folge von Glitch & Tricks. Das sind einfach so viele kleine Glitches ineinander gepackt, wo ich jetzt euch jetzt nicht einzeln zeigen möchte oder kein einzelnes Video daraus machen möchte, weil so gut sind sie dann doch nicht. Aber zum Nicht-Zeigen vielleicht doch wieder zu gut. Deswegen packe ich das so kompakt in eine kleine Folge rein, um euch ja, da auf dem Laufenden zu halten, was die ganzen Glitches angeht. Und bevor ich jetzt am ewig lang noch rumlaber, wie sonst ja auch immer, fange ich am besten gleich mal mit dem ersten Glitch an. Und ja, bis gleich. Und im ersten Glitch möchte ich euch zeigen, wie ihr das Nachtsichtgerät auf jedes Outfit drauf bekommt. Da gab es ja früher schon mal so einen Glitch und da gibt es eine neue Methode. Und zwar, ihr müsst euch einfach nur so einen gepanzerten Tropenhelm, beziehungsweise ja so einen kugelsicheren Helm anziehen. Und die Farbe spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für den schwarzen, weil es spielt keine Rolle, weil ihr werdet nachher, wenn ihr dann Bock habt, das Nachtsichtgerät eh auf jedes eurer gespeicherten Outfits übertragen können. Aber ihr braucht für den Glitch, für das Nachtsichtgerät einfach hier diesen kugelsicheren Helm. Danach geht ihr in irgendeine Ammonation und kauft euch das Nachtsichtgerät. Und wie ihr seht, es ist eigentlich schon auf diesem Outfit jetzt drauf. Und jetzt müsst ihr einfach nur zu irgendeinem Bekleidungsgeschäft gehen oder in euer Apartment, spielt gar keine Rolle. Wenn ihr dann beim Kleidungsgeschäft angekommen seid oder in eurem Apartment, geht ihr einfach nur in die Theke oder in euren Kleiderschrank und speichert genau dieses Outfit. So, wenn ihr dann an der Theke angekommen seid, dann habe ich jetzt zum Beispiel jetzt viele leere Plätze, weil Rockstar mir die ganzen Outfit-Glitches entfernt haben. Und deswegen backt es jetzt ein bisschen rum, lasst euch da jetzt bitte nicht ablenken. Wie ihr seht, wenn ich da X drücke, dann kommen die alten Outfits, zumindest mal die Namen wieder. Und deswegen backt es auch nachher eine Anzeige, wo ich euch zeigen möchte, wie man dann das Nachtsichtgerät auf jedes andere Outfit drauf bekommt. Backt es auf jeden Fall jetzt bei mir rum, aber lasst euch von dem jetzt nicht ablenken. Also ich speichere das Outfit jetzt erstmal unter irgendeinem Namen, wo ich jetzt gerade Bock habe, dass ihr dieses Nachtsichtgerät auf jedes weitere Outfit auch drauf bekommen könnt. Sobald ihr das Nachtsichtgerät-Outfit dann gespeichert habt, geht ihr einfach nur mit Kreis zurück und geht wieder auf die gespeicherten Outfits drauf mit X. Und wie ihr dann seht, übernimmt es dann das Nachtsichtgerät auf die anderen Outfits einfach. Und dann könnt ihr einfach nur das Outfit auswählen, worauf ihr jetzt gerade Bock habt, wo ihr das Nachtsichtgerät haben möchtet. Ich nehme jetzt einfach mal OF8. Der geht übrigens noch. Also wenn ihr auch dieses Outfit haben möchtet, ich hau den Link mal unten in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr auf jeden Fall mal nachmachen. So, ich habe das jetzt ausgewählt, habe es jetzt überspeichert. Und jetzt habe ich auch genau auf dieses Outfit auch dieses Nachtsichtgerät. So, und das könnt ihr eigentlich jetzt mit jedem Outfit machen, worauf ihr halt auch Bock habt. So, und im zweiten Glitch möchte ich euch zeigen, wie ihr immer noch die Unterarme unsichtbar bekommt, weil Rockstar hat da extrem viel gepatcht, wo einfach nicht mehr viel möglich ist. Aber mit diesem kleinen Glitch schafft es immer noch, die unsichtbaren Unterarme hinzubekommen. So, und zwar, ich habe mir jetzt erstmal ein neutrales T-Shirt angezogen, danach geht ihr unter Westen und dann zieht ihr euch irgendwelche Westen an, wo ja die Ärmel so nach oben gekrempelt sind. Also wenn ihr ein langärmeliges Hemd anhabt, drunter, dann funktioniert das Ganze nicht. Deswegen sucht euch irgendein Hemd aus, wo die Ärmel so nach oben gekrempelt ist, dann funktioniert das auch wunderbar. Und sobald ihr euch dann für eins entschieden habt, dann zieht ihr euch das an, geht eins zurück und zieht dann irgendwelche Hemden für Westen mit dem Ärmelhalter an. Also es muss ein langärmeliges Hemd sein, welches spielt auch gar keine Rolle. Ich habe mich jetzt einfach mal für das Schwarze entschieden. Bin dann aus dem Kleiderschrank rausgegangen und habe mal das Interaktionsmenü geöffnet. Danach geht ihr auf Stil, auf Accessoires, zieht euch irgendeine Uhr an, welche spielt auch gar keine Rolle, zieht euch halt irgendeine an, die ihr halt später auch tragen möchtet. Danach geht ihr runter auf Handschuhe und ändert die Handschuhe ein einziges Mal. Ich habe jetzt einfach mal nach links gedrückt, zu den weißen Handschuhen, damit es auch so ein bisschen passt. Aber wenn ihr jetzt nochmal die Handschuhe ändert, dann verschwinden die unsichtbaren Oberarme. Das ist ganz wichtig, dass ihr es wirklich nur ein einziges Mal macht. Und wenn ihr das dann habt, dann könnt ihr wieder zurück zu eurem Kleiderschrank gehen, euch die passenden Hose und Schuhe anziehen und das ganze Outfit dann abspeichern und schon habt ihr wieder unsichtbare Unterarme, die auch in der freien Lobby unsichtbar bleiben, was schon mal gar nicht mal so schlecht ist. So, und im dritten Glitch möchte ich euch zeigen, wie ihr drei Logos auf euer Oberteil drauf bekommt. Den ganzen Glitch habe ich gesehen bei WePlay Oldschool, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, könnt ihr auf jeden Fall mal Grüße von mir dalassen. So, was ihr dazu braucht, das ist einiges, und zwar einmal dieses Zombie-Outfit vom Bikers DLC. Das müsst ihr euch natürlich davor gekauft haben. Und ihr braucht noch so einen Lederhoodie, den ihr unter der Kategorie Kapuzenpullover findet. Da spielt auch gar keine Rolle, ob ihr jetzt den braunen Lederhoodie nehmt oder den schwarzen oder den grauen. Ich habe mich jetzt einfach mal für den grauen entschieden, den ich dann dazu benutzt habe. Dann braucht ihr auch noch drei freie Outfitplätze. Ich denke mal, wenn ihr Glitcher seid, dann hat Rockstar durch die ganzen Hotfixes euch wahrscheinlich auch genügend weggenommen, wo das wahrscheinlich auch kein Problem ist.
dann würde ich euch empfehlen, im Vorfeld euch mal ein paar T-Shirts mit Logos auszusuchen. Und dort ist es halt wichtig, dass ihr euch zwei T-Shirts aussucht und wahrscheinlich auch aufschreibt, damit ihr es auch später findet, mit den V-Ausschnitt haben. Also es funktioniert nur mit zwei T-Shirts mit V-Ausschnitt und ein zusätzliches drittes Logo, das keinen V-Ausschnitt hat. Deswegen würde ich euch empfehlen, das Ganze im Vorfeld zu machen, wo ihr das Ganze seht, weil sobald ihr den Hoodie anhabt, seht ihr nicht mehr, was für ein T-Shirt ihr auswählt. So, und wenn ihr das dann alles schon habt, dann können wir auch gleich mit dem Glitch anfangen. Und zwar, solange ihr noch das Zombie-Outfit anhabt von dem Bikers-DLC, zieht ihr euch eines von den ausgewählten T-Shirts an mit dem V-Ausschnitt. Wenn ihr euch dann ja für eins entschieden habt, dann speichert ihr mal dieses Outfit. Ich habe es jetzt einfach mal 1 genannt, damit ich nicht vergesse, ja, damit es das erste Outfit ist, das ihr nachher auch anziehen müsst. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht ihr einfach unter die Kategorie Kapuzenpullover und zieht einfach mal den Lederhoodie an, den ihr auch für den Glitch dann anziehen möchtet. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, für den grauen entschieden. Wenn ihr das dann habt, dann zieht ihr euch dieses T-Shirt an ohne V-Ausschnitt, wo ihr das Logo ja auch mit drauf haben möchtet. Und von daher ist es auch ganz wichtig, dass ihr davor einfach euch die T-Shirts vielleicht aufgeschrieben habt, welche Logos ihr halt auch drauf haben möchtet. Wenn ihr das dann auch dann habt, dann müsst ihr auch dieses Outfit speichern. Ich habe es einfach mal Outfit 2 genannt. So, und anschließend geht ihr wieder zurück in die Kategorie T-Shirts oder halt diese T-Shirts, wo ihr halt haben möchtet, mit dem V-Ausschnitt. Da ist halt wirklich wichtig, dass das erste Outfit ein V-Ausschnitt ist, das zweite T-Shirt ist so, wie ihr halt haben möchtet. Und dieses Outfit müsst ihr halt auch wieder mit V-Ausschnitt auswählen und auch dieses als, ja, als Nummer 3 speichern. Und wenn ihr das dann alles gemacht habt, dann geht ihr einfach nur wieder in euer Interaktionsmenü, geht auf Stil und ändert mal euer Outfit auf das erst gespeicherte Outfit, was ihr gerade eben gespeichert habt. Danach geht ihr auf Outfit Nummer 3, wählt es auch aus und geht zurück auf Outfit Nummer 2 und bams, ihr habt alle drei Logos drauf. Das einzig Blöde an dem Glitch ist, ihr könnt es so wie es jetzt ist nicht abspeichern. Ihr müsst es halt jedes Mal neu aktivieren, damit ihr alle drei Logos auf dem Outfit drauf habt. Und im vierten Teil des heutigen Videos wollte ich euch noch eine weitere Methode zeigen, wie ihr die Heist-Raubüberfall-Tasche bekommen könnt. Und zwar, wenn ihr als Motorclub unterwegs seid und die Waren aus euren Unternehmen verkaufen möchtet und die Waren oder beziehungsweise das Lagerhaus noch nicht ganz die 50% erreicht haben und ihr mindestens zu zweit seid, kann es natürlich sein, dass wenn ihr die Waren verkauft, dass ihr den Job bekommt, wo ihr die Heist-Raubüberfall-Tasche aufhabt. Dann müsst ihr eigentlich während dem Job eigentlich nur noch in den Ammunition-Laden reinfahren und dieses ganze Outfit speichern und bams, habt ihr das. Ich muss allerdings sagen, dass ich diesen Auftrag niemals bekommen habe, aber ich weiß, dass es Chris, also ein Kollege von mir, der hat es auf jeden Fall geschafft und hat auch darüber ein Video gemacht. Ich hau den Link auf jeden Fall in die Videobeschreibung rein, ihr könnt es euch gerne bei ihm mal anschauen, er erklärt es extrem gut. Und dann kriegt ihr das auch hin. Allerdings, das Ganze findet random statt, also ihr könnt es jetzt nicht planen oder so, sondern da braucht ihr halt wirklich ein bisschen Glück dazu, dass ihr auch wirklich diesen Job bekommt. Falls ihr immer noch die alte Methode gern machen möchtet, aber nicht genau wisst, wie das geht, dann haue ich natürlich auch noch, ja, das alte Video von mir in die Videobeschreibung rein, dann seht ihr auch, wie das funktioniert, wenn ihr einfach das Ganze mit den, ja, mit den Heists macht. Und im letzten Teil des Videos habe ich noch einen relativ nützlichen Paintjob für euch am Start. Und zwar, falls ihr die ganzen rostigen Fahrzeuge, also wie das Red Bike oder der Red Loader oder wie der Tornado, der jetzt bald ins Spiel kommt, wie ihr den optisch vielleicht ein bisschen aufbessern könnt, falls ihr gar nicht Bock auf das ganze Rostige habt und einfach ja ein schönes Motorrad oder ein ja, schönes Fahrzeug haben möchtet, aber euch das ganze Rostige nervt, habe ich so einen kleinen Paintjob für euch am Start, dass ihr das Ganze so ein bisschen optisch auftunen könnt, damit es auch, ja, schöner aussieht, sage ich jetzt mal. So, und was ihr dazu machen müsst, ihr geht mal unter Lackierung, geht auf Metallic, geht auf Gold, geht dann runter auf Perleffekt und macht doch den Perleffekt hellorange. Um das Ganze noch ein bisschen aufzutunen, könnt ihr natürlich die Sekundärfarbe ja so wählen, wie ihr halt Bock habt. Ich habe jetzt einfach mal matt schwarz genommen, damit es einfach ja einheitlich aussieht und nicht so verrostet, wie das ganze Bike halt so aussieht. Danach habe ich noch ein paar optische kleine Tuning-Möglichkeiten vorgenommen, um das Ganze jetzt optisch mal zu entrosten, sage ich jetzt mal. Und wenn ihr das Ganze dann auch fertig habt, dann sieht das ganze Fahrzeug, also Motorrad oder Redloader oder sonst irgendwas, nicht mehr ganz so assig aus und ihr könnt euch wieder auf jedem Tuning-Treff mit diesem Fahrzeug, ja, begeben, ohne ausgelacht zu werden. Ja, das war es auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, ja, müsst ihr halt einen Backflip machen. Jo, ich bin an der Stelle raus und ich wünsche euch noch einen schönen, ja, Tag und einen schönen Start ins Wochenende, wenn es dann soweit ist. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.